An unserem großen Thementag, alles so rund um das Thema Sound, haben wir Ihnen ja schon wirklich fantastische Sachen zeigen dürfen. Ja, aber eines darf natürlich nicht fehlen. Mit diesen kleinen Dingerchen sind wir alle aufgewachsen, auch ich. Ich bin ein Kind der 80er und ich kenne die noch zu gut. Dann noch ein bisschen vor meiner Zeit, die Schallplatten kenne ich auch noch so ein bisschen. Aber das waren schon richtige Schätze, oder? Ich weiß gerade, die Schallplatten, ich durfte die nie anfassen. Ja, das war immer nur, das durfte nur meine Oma, weil Schallplatten ja besonders empfindlich waren. Aber das war so eine schöne, schöne Zeit. Und solche Kassetten, Schallplatten haben Sie bestimmt noch irgendwo, könnte ich wetten. Ja, und wie wäre das, wenn Sie die sogar unterwegs hören könnten? Das geht. Diese Schätze können Sie nicht nur anhören, sondern sogar retten für die Ewigkeit. Und wie wir das machen, das hat uns Ralf mitgebracht. Also digitalisieren, da kommen wir später dazu. Ja. Anhören ist ganz wichtig. Und jetzt vor allem, ich habe jetzt hier eine Musikkassette, die habe ich mal wieder gefunden. Und das ist schon ein paar Wochen her, ich gebe es zu. Die jungen Leute heute wissen gar nicht mehr, was das ist. Die werden es wahrscheinlich ans Ohr heben, ob man damit telefonieren kann. Nein, kann man nicht. Das ist eine Musikkassette. Aber ich weiß, dass da auch noch Millionen davon gerade in Hörspielform zu Hause liegen. Allein meine Tochter hatte von meiner Frau damals kofferweise Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen und was weiß ich. Und dann fehlt oftmals das Abspielmedium. Ich möchte Ihnen als erstes jetzt mal ein Abspielmedium vorstellen. Also einen ganz herkömmlichen Kassettenrekorder, wie man ihn eigentlich überhaupt nicht mehr bekommt. Für wenig Geld, mit vielen Optionen, einfach zu bedienen. Und so geht das rein. Anschalten und Musik hören. So, Play drücken müssen wir noch. Und jetzt können wir, hier ist jetzt übrigens Starlight Express. Wunderbar. Hier haben wir auch eine schöne kräftige Lautsprecher drin. Wir können das Ganze natürlich auch, und da gehen wir mal hier auf die Seite, per Kopfhörer anschließen. Oder, und jetzt mache ich einfach mal ein bisschen leiser, weil hier ist auch der Lautstärkeregler. Achtung. Na, so, ein bisschen leiser. Ich kann hier auch gleichzeitig aber Vertonungen vornehmen, nämlich mit dem internen Mikrofon, das ist hier, oder auch ein externes anschließen. Und dann kann ich das ganze Gerät auch, wenn ich noch Leerkassetten habe, die gibt es übrigens immer noch zu kaufen, kann ich das auch als Voice Recorder nehmen. Mhm. Ganz einfach zu transportieren, mitzunehmen. Und jetzt kann ich hier eben meine alte Sammlung an Hörspielkassetten wieder anhören, wieder aufleben lassen. Und ich weiß, dass das, was meine Frau geliebt hat, dass meine Tochter dann damals das Gleiche geliebt hat wie sie als Kind. Und das ist auch generationenübergreifend. Und ich glaube, Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen und wie sie alle heißen, die werden niemals sterben. Und mit Hörkassetten bleiben sie natürlich am Leben. Das ist also kleinste oder beste Technik zum allerkleinsten Preis. Endlich mal wieder einen kleinen Kassettenrekorder zu Hause haben. Ach, für 28,41 €, das würde ich mir sogar holen. Denn auch ich habe noch so ganz alte Kassetten. Ich habe mir früher immer die Charts selbst aufgenommen, habe dann immer gebetet, dass der Moderator nicht in meinen Lieblingstitel reinquatscht. Ist mir meistens nicht gelungen. Und ärgerlich war dann natürlich auch dieser Bandsalat, wenn man dann versucht hat, mit dem Bleistift das wieder aufzuziehen und gerade zu biegen. Aber das ist schon eine schöne Zeit. Ja, da kann man einfach mal schauen. Bei 28,41 € kann man selbst unterwegs hören, ja, auf Reisen. Dank des Kopfhöreranschlusses kann man das ja auch im Zug dann hören. Richtig. Und ich habe jetzt übrigens Batterien reingemacht. Wird ganz einfach mit Doppelbatterien. Aber wir haben auch noch ein Netzkabel dran. Also du kannst das auch direkt über 230 Volt betreiben, wenn du es zu Hause hörst. Wir drücken jetzt mal wieder auf Stopp. Und E-Chat, das kennen wir noch von früher. So einfach ging das. Und wenn man jetzt mal bedenkt, nur noch eine kleine Anekdote für die, die damals noch nicht auf der Welt waren. Heute gibt es ja bei allen möglichen Kopierschutz. Mhm. Ja, und über Spielschutz. Weißt du, wie du früher so eine Kassette geschützt hast oder wieder freigegeben hast? Mhm. Hier hinten, da waren so Zapfen. Und diese ist jetzt, die ist jetzt geschützt. Die könnte ich jetzt nicht aus Versehen überspielen. Ich könnte hier nichts aufnehmen. Und weißt du, wie du diesen Kopierschutz oder Überspielschutz überbrücken konntest? Den Hebel einfach umlegen, oder? Nee, ein Stückchen Tesa drüber, dann ging es wieder. Ja, so haben wir Hacker. So haben wir Hacker früher gearbeitet. Aber ich finde es toll. Ich finde es schön, dass wir solche Musikkassetten wieder aufleben lassen können. Und Sie finden vielleicht auch ein Stück Ihrer Kindheit bei den Mixtapes, wie man es, glaube ich, heutzutage sagt, also bei den selbst aufgenommenen Kassetten. Wir haben das übrigens meistens gemacht, um Mädels zu beeindrucken. Du hast die Hitparade geschaut, dass du die auf eine Kassette kriegst. Mhm. Und dann hast du die deinem Favoriten oder deiner Favoritin überreicht. Sie war glücklich, du warst der Held. Ja, das sind Erinnerungen. Und solche Erinnerungen kommen vor, wenn man so eine Kassette mal wieder in der Hand hat. Ja, ich finde diese 28,41 €, das ist auch so ein Stück
Erinnerung, oder? So eine Kassette hat man doch, verbindet man doch mit irgendeinem Ereignis, vielleicht ein Lied, mit Personen, was man, ja, das erste Date, der erste Kuss, was auch immer. Also wie gesagt, es ist ja noch gar nicht so lange her. Also man denkt immer, ja, das ist schon ewig her, aber ist es noch gar nicht. Du hast uns allerdings noch ein zweites fantastisches Produkt mitgebracht. Das werden auch die Älteren noch erkennen. Das hat sich damals Walkman genannt. War eine Riesensensation, millionenfach verkauft. Sony war es damals auf den Markt gebracht. Ich glaube, das war Anfang der 80er Jahre. Aber ich bin nicht ganz sicher. Also da möchte ich mich nicht festlegen. Den hast du ganz einfach an den Gürtel geschnallt und dann hast du unterwegs Musik von der Kassette hören können. Heutzutage lächerlich. Man hat MP3-Player, die 5 Gramm wiegen, ja, und hört damit Tausende von Liedern. Aber das war früher das Nonplusultra. Plus, hier habe ich jetzt nicht nur einfach einen Walkman, sondern ich habe ein Gerät, mit dem ich natürlich Kassetten wieder abspielen kann, aber auch gleichzeitig digitalisieren. Und das ist für mich nochmal etwas, jetzt kann ich nämlich diese Hörspiele, das, was du vorhin gesagt hast, von den Kassetten runterholen auf den Rechner oder auf einen USB-Stick, auf eine SD-Karte, also auf die modernen Speichermedien. Und das geht ganz, ganz einfach. Also anhören, ich glaube, ich brauche ich keinem sagen, wie das geht. Kassette einlegen und jetzt müsste ich nur einen Kopfhörer anschließen. Kopfhöreranschluss und Lautstärke. Aber ich möchte das jetzt digitalisieren. Und da zeige ich Ihnen, wie einfach das ist. Das Kabel ist dabei, das ist ein Mini-USB-Kabel und mit auf einen USB. Und damit gehe ich jetzt in meinen Rechner. Mache dort ein Programm auf, welches übrigens im Lieferumfang enthalten ist. Und jetzt brauche ich dich einfach mal ein bisschen zur Unterstützung, weil ich will das ja unseren Zuschauern zeigen. Du musst mir vielleicht mal nur den Laptop halten. Und sehr zwar gerne. In Richtung Kamera. Das? Ich ziehe mal wieder meine Lesebrille auf, dass ich was sehe. Das hatte ich zu Kassettenzeiten, habe ich übrigens auch noch keine Brille gebraucht. Ja. Aber die Älteren werden das nachvollziehen können. Das kommt einfach irgendwann. So, einstecken, jetzt haben wir die Verbindung. So, jetzt muss ich nur noch das richtige Programm aufmachen. Du hältst es in die Kamera. Ja, ja. Wunderbar. So, da ist das Programm. Aufmachen. So, und jetzt sehen wir hier oben gleich mal eine Bedienleiste. Jetzt gehe ich hier einfach auf Record. Moment, das hier ist Record. So, und jetzt nimmt er schon auf. Und jetzt brauche ich nur noch Play drücken. Und dann sehen wir, schauen Sie, hier, das ist jetzt das, was mein Kassettenrekorder abspielt. Jetzt ist es sichtbar. Und jetzt kann ich später auch bearbeiten. Wir haben da hier auch noch einen Audio-Restaurator Pro 10 übrigens. Also die neueste Version, die ist nochmal aktualisiert worden mit dabei. Und jetzt nehme ich das auf. Und damit cool. Ist es digitalisiert. Ich kann es dann in das Format übrigens ausspielen, wieder auf eine SD-Karte, das ich will. Zum Beispiel MP3, das dürfte das gängigste sein. Jetzt stoppen wir das mal wieder. Da oben ist natürlich auch die Stopptaste und gehen mal irgendwo rein. So, stopp. Und jetzt gehen wir, könnten wir an Anfang, aber ich will jetzt noch mal ein Stück abspielen. Hier, sehen Sie, ab hier. Und jetzt, ich hoffe, Sie hören es gleich. Moment, Shift. Siehst du, das haben wir gerade eben digitalisiert. Cool, oder? So schnell geht das mit einem Tastendruck. Ja. Wer hätte das gedacht? Und ja, bei Walkman, da werden auch bei mir ganz alte Erinnerungen wach. Da habe ich auch eine Geschichte. Ich war ja früher super schüchtern. Ja, und, du warst schüchtern? Kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, wirklich nicht. Und ich war wirklich sehr schüchtern. Und ich habe mich auch nicht getraut, denn irgendwie in der Kindergarten Mädchen anzusprechen. Ja. Und meine Eltern haben gesagt, wenn du eine Freundin mit nach Hause bringst, dann bekommst du einen Walkman. Und ich wollte unbedingt diesen Walkman haben. Und dann habe ich mir eine Freundin mit Schokolade geangelt. Ich habe sie bestochen und habe meinen Eltern gesagt, ich habe eine Freundin. Und dann hatte ich einen Walkman. Sage ich jetzt nichts dazu. Aber jeder hat so seine Geschichten aus dieser Zeit und das finde ich schön. Und übrigens, hier sehen Sie noch, da haben wir nochmal abgegradet, hier sehen Sie den Audio-Restaurator Pro 8, aber die neueste Version ist im Lieferumfang enthalten, der Audio-Restaurator Pro 10. Das ist ganz, ganz wichtig, da sind wir also komplett up-to-date und mit dem kann man noch viele andere Sachen machen, nicht nur eben Störgeräusche aus alten Kassetten rausfiltern. Tja, mein Walkman konnte damals nicht digitalisieren, der hier schon mit der PX 2247 und der 569 für 28,41 €. Das ist ja schon fantastisch, aber unser nächstes Produkt, das wird sich von den Socken hauen, denn es kommt wieder die guten alten Schallplatten. Ich wohne ja in Berlin, auf jedem Flohmarkt, überall Schallplatten und die werden immer teurer, ne? Das ist richtig und vor allem auch die Schallplattenspieler werden immer teurer. Wenn man heutzutage einen Plattenspieler will, dann zahlt man da auch schon mal 200 €. Hier haben wir jetzt eine kompakte Stereoanlage, die mich komplett begeistert, weil
es viele Generationen vereint. Wir haben es vorhin gesagt, also deine Jugend Kassetten, meine Jugend, wir haben Schallplatten gekauft. Eine Single hat damals 8 Mark gekostet, das war das komplette Taschengeld, aber das hat man dann gerne mal installiert. LPs haben 29,90 oder auch mehr gekostet, also Sie merken einen Haufen Geld. Davon liegen noch viele rum, die können wir mit dieser Stereoanlage abspielen. Musikkassetten können wir abspielen, aber danach kam dann das CD-Zeitalter, das war so zwischen analog und digital, war CD, ja, die können wir hier abspielen. Und wir gehen mit dieser Stereoanlage auch ins digitale Zeitalter und das ist ja mit USB-Stick, mit SD-Karte, aber auch mit Bluetooth-Fähigkeit zum Beispiel gekennzeichnet. Also die neuen Abspielmedien und als i-Tüpfelchen auch noch die neueste Radiotechnologie, nämlich neben FM, also UKW-Radio, haben wir hier auch die Möglichkeit, digitales Radio DAB Plus zu empfangen. Also das, was in der Zukunft im Radio das Nonplusultra sein wird. Aber wir haben jetzt nicht nur die Möglichkeit, übrigens mit 100 Watt Musikspitzenleistung, sämtliche Medien anzuhören, sondern wir können hier in diesem Gerät auch gleich analoge Medien zu digitalen Medien machen, ohne irgendein Zusatzgerät. Das macht dieses Gerät auf Knopfdruck. Und das werde ich Ihnen jetzt gleich auch live im Studio zeigen, wie einfach die Bedienung ist, wie einfach das Digitalisieren ist. Und vielleicht hat man noch so alte Plattenschätzchen oder auch Musikkassetten, die man eben digitalisieren möchte. Und das kann man hier machen. Anhören und oder auch digitalisieren. Und dann kannst du mal deine Lieblingsschallplatte mit ins Auto nehmen. Das wäre also mit der Schallplatte wirklich im wörtlichen Sinne unmöglich. Ging auch früher nicht. Es gab keinen mobilen Plattenspieler, weil sonst die Nadel gehopst wäre. Ja. Aber du kannst die Inhalte digitalisieren und dann später, wenn du willst, bearbeiten. Aber auch direkt auf dem Stick oder auf der SD-Karte mit ins Auto nehmen, im Auto hören, am Rechner, elektronisch verschicken, eine tolle neue Sammlung anlegen, platzsparend. Und vor allem bei Schallplatten war immer ein Problem, wenn die nur ein bisschen Staubkörnchen drauf haben, die musst du reinigen, da musst du vorsichtig sein. Du hast vorhin gesagt, du durftest sie nicht mal in die Hand nehmen, weil sonst ein Kratzer drin wäre. So, ich stehe jetzt mal auf und gehe zu der Stereoanlage und zeige Ihnen, wie einfach die Bedienung ist. Jetzt muss ich nur einmal dran vorbeilaufen. Ich werde also einmal durchs Bild huschen. Oder auch schön. So, jetzt kann ich elegant dran vorbei, wie ein Reh oder so ähnlich. Und jetzt kann ich es Ihnen ganz explizit zeigen. So, jetzt schalten wir es erstmal ein. Das geht ganz einfach hier. Übrigens, alles, was ich Ihnen zeige, könnten Sie auch mit der Fernbedienung machen. Ich mache es jetzt direkt am Gerät. Wir wollen jetzt mal eine Schallplatte hören. Ich habe hier jetzt übrigens mal eine Single drauf gemacht. Und dann gehen wir einfach auf den Modus. Phono-Modus ist eingestellt. Das könnte ich hier unten einstellen. Und jetzt muss ich nur noch die Nadel, das war übrigens früher auch eine Herausforderung, die Nadel punktgenau auf die Platte legen. Ich kann das jetzt natürlich auch mit der Automatik machen, aber ich möchte es mal mit der Hand machen. Hoppla, jetzt zitter ich ein bisschen ab. So, und jetzt hören wir uns das mal an. Ist das ein Klang? Wow. Uraltes Lied, Joe Cocker übrigens. Ja, also so ein altes Schätzchen. Anhören, das ist ja schon mal einfach. Jetzt möchte ich das aber auch digitalisieren. Ich mache es jetzt einfach noch mal leiser, damit Sie mich besser verstehen. Jetzt haben wir hier die modernen Abspielmedien, also SD-Karte oder USB-Stick. Ich nehme jetzt mal eine SD-Karte und die stecke ich hier rein. So, und was ich jetzt noch machen muss, ist ganz einfach nur auf Record drücken. Und dann wird das hier, was hier abläuft, nicht nur aufgenommen, sondern gleichzeitig digitalisiert. Mhm. Ich drücke drauf und jetzt sehen wir hier Record Mode. Sie sehen, das geht ein paar Sekunden und jetzt digitalisiert es in diesem Moment. Das sehen Sie am Blinken, zeigt auch das Medium auf SD. Und mehr brauche ich nicht machen. Ich höre weiterhin die Musik, jetzt kann ich wieder ein bisschen lauter machen. Aber gleichzeitig, zeitgleich, wird also alles digitalisiert. Wenn ich jetzt eine LP zum Beispiel digitalisiere, ist das Programm auch so intelligent, die Lieder dann zu trennen. Also so, dass du später bei deinem Player Lied 1, Lied 2, Lied 3, Lied 4 direkt anwählen kannst. Was ja bei einer Schallplatte ein bisschen schwieriger war früher. So, und jetzt siehst du, kann mir zurücklehnen und zuhören. Ich kann natürlich hier, das ist auch noch schön, ein externes Gerät, ein weiteres anschließen. Ich kann Kopfhörer anschließen, aber ich kann auch den wunderbaren Klang dieser wirklich in Holzbauweise hergestellten Boxen mit 100 Watt Musikspitzenleistung genießen. Das ist die kompakteste Stereoanlage, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, weil von dem Altertum, Schallplatte und Musikkassette, bis über das Zwischenmedium, CD, das haben wir übrigens hier, zeige ich Ihnen gerne nachher auch noch,
bis hin zu den modernsten Medien, nämlich MP3-Player über USB oder SD zu speichern, Bluetooth-Fähigkeit, also alle Bluetooth-fähigen Geräte damit zu koppeln, und ein Digitalisierer ist auch noch integriert. Das ist Technik, die begeistert. Ich stoppe jetzt mal unsere Aufnahme. Ja, gestoppt, nehme den Arm hier wieder runter. Jetzt mache ich es mal ein bisschen elegant, jetzt mache ich es automatisch. Hier kommt also kein Ton mehr her. Und jetzt schauen wir, ob die Aufnahme funktioniert hat. Ich muss nur den Modus wechseln. Ich gehe auf SD-Mode. Und jetzt haben wir hier, mal schauen, das war das erste. Gehen wir aufs zweite. So, nächstes. Das habe ich gerade eben digitalisiert. Ja. Hörst du es? Ja, laut und deutlich. Wow. Und das ging so schnell. Ja. Es war praktisch ein Knopfdruck. Ja, und keine Doktorarbeit. Man braucht also wirklich, das ist schon fast selbsterklärend. Ich glaube, die Record-Taste, die findet jeder. Und auch hier unten, das übersichtliche Display, kann jeder bestens lesen. Es ist auch formschön, wie ich finde, aber vor allem leistungsstark. Wenn du hier mal voll aufdrehst, wenn du mal richtig so in der Musik versinken willst, ist das möglich. Und zwar mit allen Generationen an Medien. Nochmal, Schallplatte, Musikkassette, CD. CD wollte ich Ihnen noch zeigen. Gehen wir auch nur einfach im Modus weiter, bis hier CD-Modus erscheint. Drücken auf Open und dann schauen wir mal, Moment, oh, ist sogar eine CD drin, also können wir die auch laufen lassen, können unsere alten CDs wieder rausholen und die natürlich auch anhören. Da sehen wir Reading, das war auch früher schon so, ist jetzt auch noch, er liest die CD erst ein und spielt sie dann ab. Also kompakte Stereoanlage mit 100 Watt Musikspitzenleistung und hier hören wir die CD. Na, wäre jetzt nicht so meine Musik, deshalb mache ich wieder leiser, aber mich faszinieren eben die Möglichkeiten. Ja. Übrigens, hier sehen Sie noch eine CD, die möchte ich auch noch kurz erwähnen. Wenn man mal eine Kassette oder eine Schallplatte digitalisiert hat und die hat einen leichten Tonfehler, aus welchen Gründen auch immer, das kann ich mit dem Audio Restaurator Pro 10 reparieren. Ich kann das aber auch als Aufnahmeprogramm und als Schnittprogramm verwenden. Die ist im Lieferumfang mit enthalten. Das alles für 208,91 Euro, liebe Zuschauer. Ich fasse für Sie nochmal zusammen, was Sie für 208 Euro bekommen. Sie können damit Ihre alten Schallplatten hören. Sie können damit CDs hören, Kassetten hören. Sie können ganz klassisch Radio hören oder sogar in bester Qualität, DAB+. Sie können natürlich aber auch das Ganze digitalisieren, damit Sie das später überall mit hinnehmen können. Sie haben die Möglichkeit hier, das Ganze über Bluetooth kabellos zu streamen. Dann bekommen Sie für 208 Euro, als wäre das nicht alles schon genug, diese wunderbaren Boxen, ja, Holzchassis-Bauweise, 100 Watt in der Musikspitzenleistung, USB habe ich auch noch vergessen, Kopfhöreranschluss und natürlich die Audio-Restaurator-CD nach Hause. Deswegen, hier steht 5 in 1, vergessen Sie das bitte, das ist weitaus mehr. Das waren jetzt mindestens 10 Funktionen. Fernbedienung habe ich auch noch vergessen, stimmt, die gibt es auch noch mit dazu. Und Sie sparen auch heute noch die Versandkosten. Also rufen Sie jetzt ganz schnell an. Das ist wirklich Gold wert, ja. Und alleine, wenn du es nur als Plattenspieler benutzt, weißt du, was Plattenspieler auf den ganzen Versteigerungsplattformen kosten? Du, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein richtiger Hype. Das geht ja bei 500 Euro los. Das ist ja Wahnsinn. Die gibt es ja mittlerweile wieder nagelneu. Weil viele Künstler haben sich entschieden, ihre neuesten Musikproduktionen jetzt nicht elektronisch rauszubringen, sondern wirklich klassisch auf Vinyl, wie man so schön auch sagt, oder auf Schallplatte. Und ich finde das schön, dass das wieder kommt. Das ist ein Stück meiner Kindheit. Weißt du, früher allein das, wenn man das mal versucht hat, bei einer LP das dritte Lied zu treffen, ja, die kleine Rille, die ein Zehntel Millimeter breit war, damit du das Lied, die Liedanfänge triffst, das ist einfach Geschichte, das ist meine Jugend. Und hier habe ich eben alles vereint. Aber jetzt können auch mal meine Kinder kommen und sagen, hast du eine Bluetooth-Box oder einen Bluetooth-Lautsprecher? Ich habe ein tolles Lied auf dem Handy. Da sage ich, ja, hab ich. Dann verbinden sie sich einfach mit der Stereoanlage und können ihre Lieder auch mal da hören. Und natürlich auch wir sind ja lernfähig. Auch wir haben mittlerweile Bluetooth-fähige Geräte. Also auch wir sind mit der Zeit gegangen. Aber ich finde es schön, dass meine Jugend mit dem Jetzt und sogar mit der Zukunft verbunden wird. Und die Zukunft nochmal, die liegt ganz klar gerade in der Radiotechnologie beim DAB+. Das wird das Nonplusultra. Und das ist hier auch schon mit drin, digitales Radio, die Zukunft des Radios. Ja, also hier trifft Nostalgie auf Moderne. Und das ist auch gut so, die nostalgischen Sachen, Kassetten,
Toilette und was es da alles gab, ist ja schön und gut. Aber wie gesagt, wenn die einmal kaputt waren, dann waren die kaputt. Sie können diese Schätze jetzt retten. Sie können die Schallplatten ja trotzdem behalten, aber retten, digitalisieren, vervielfältigen, im Auto sogar hören oder dann auch mal per E-Mail versenden. Geht ja auch. Diese Möglichkeiten haben Sie, wenn Sie jetzt anrufen. 0180 51 51, ja, und dreimal die 2. Und wenn Sie jetzt und die nächsten 2 Stunden anrufen, dann sichern Sie sich noch die TV-Sonderpreise. Also ran ans Telefon. Viel Freude.